Herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. Wir sind mit Orsama durch. Auch mit Chaels und Ogryn's Quest. Damit sind wir eigentlich mit allen Charakterquests durch. Wir könnten jetzt nach Redcliff gehen, um Alimin Bescheid zu geben, dass wir unsere Armee fertiggestellt haben. Und jetzt Ferelden ein, um dann gegen die dunkle Boote in die Schlacht zu ziehen. Aber zuerst machen wir nochmal einen Rückkampf, den ich am Ende der letzten Folge angekündigt habe, und zwar findet der statt im Tempel von Andraste. Ich nehme, wie angekündigt, Alistair mit und zwei Magier mit Morrigan und Wynn. Ja. Und ich habe mir gesagt, wenn das nicht funktioniert, weil wir weiterhin zu schwach sind, dann werde ich nochmal gucken, ob wir Rüstung anlegen, die Feuerresistenz erhöhen. Wir müssen nochmal kämpfen. Also ist wieder der Händler. Nee, jetzt ist... Zwergenarmee ist auf dem Weg. Oh, der Ogre schmeißt hier Steine, das gibt's ja gar nicht. Ich brauche jetzt schon meine Rundumschläge. Komm mal lieber Ogre. Oh, der da oben schmeißt weiter schöne Steine hier, das gibt's gar nicht. Fällt mir ein, ich wollte eigentlich mal gucken, ob jemand von meinen Charakteren Giftherstellung beherrscht. Anscheinend nicht. Muss man noch mal im Lager gucken, wenn wir da noch mal sind. Was Liliana dazu zu sagen hat. Denn wir müssen ja auch noch für irgendeinen Auftrag in Dalaran, wo wir dann natürlich hin müssen, wenn wir bei Alimin waren. Da müssen wir Giftextrakte abgeben, 15 Stück. Wird erledigt. Wie ihr wünscht. Jetzt hoffe ich, diese Abkürzung durch den Tunnel ist immer noch aktiv, dass wir nicht, also durch den Tempel nicht, dass wir jetzt hier den ganzen Weg wieder laufen müssen. Mal gucken. Na, für die, die es immer noch nicht wissen, wir kämpfen jetzt gegen den Hohen Drachen, wo wir Colgrims Horn haben. Denke ich mal mittlerweile mehr als offensichtlich. War das schon der erste? Ne, es war der zweite Abzweig, oder? Moment. Ja. Zu viele Knöpfe auf einmal gedrückt. Aber der Hohe Drache, wo wir damals einfach auf Level 11 noch viel zu schwach waren, auch auf einfach. Wahrscheinlich hätten wir es, wenn ich mehr Wundumschläge gehabt hätte, hätten wir es wahrscheinlich über einen ganz, ganz langen Kampf hinauszögern können und wahrscheinlich auch geschafft. Aber muss ja nicht sein. Wenn wir es jetzt auch wahrscheinlich relativ easy haben können. Es ist ein Drachenkampf, also wir werden schon viel Schaden fressen. Mit relativ easy meine ich nicht, dass wir den jetzt einfach wegwemsen werden. Da oben steht er, unser Freund. Nur die Hälfte ihres Lebens hat. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Müssen uns besser verteilen. Schicksal.
wollte gerade sagen, Wynn darf nicht sterben, da haben wir keine Wiederbelebung mehr. Kümmere dich ein bisschen um mich. Da gehe ich mit Flammenschlag an. Morrigan, das ist ein Drache. Lass ihn mit Eis angreifen. Los geht's. Ich würde eisige Umarmung machen. Das hat nur mich getroffen. Macht zum Glück nicht so viel Schaden. Sagen, wo wirft der mich denn hin? Hat übrigens gerade einen Unterschied gemerkt zwischen den Schwierigkeitsgraden. Vorher wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht wieder dazu gekommen, mich nochmal zu heilen. Gleich. Das war's. Damit haben wir den schwersten optionalen Boss des Spiels. Besiegt. Der hinterlässt alles. Drachenschuppe. Dafür können wir uns noch bessere Rüstung bei wahrscheinlich bei Wade holen. Als alleine für Drago-Schuppen. Man sieht, wir haben ganz viele Gegenstände bekommen. Die gucken wir uns im Lager an, ob wir da was Besseres finden, um uns auszurüsten. Das sind diese Kämpfe, für die wir diese ganzen Bundumschläge brauchen. Haben wir eigentlich auch noch Fläschchen, dann könnte ich noch ein paar... Nee, kann man nicht. Das sind natürlich jetzt größtenteils Rüstungen, die die meisten von uns gar nicht ausrüsten können. Kriegsaxt, Krähendolch, Langbogen aus Antiva, was der alles hat. Wollen wir uns mal nicht beschweren.
Aber die Revanche ist uns geglückt, der hohe Drache ist besiegt. Können wir uns jetzt nochmal ins Lager begeben und dann geht's nach Radcliffe. Gucken will, Liliana war Giftherstellung. So kann sie jetzt gar nicht, weil sie gar nicht dabei ist, okay. Dann gucken wir nur mal nach der neuen Rüstung, ob die jemandem gut steht. Er scheint schon bessere Rüstung zu besitzen, ja. Sieht's mit dir aus? Naja. Auch alles besser. Fällt mir direkt ein, ich wollte doch hier eigentlich wegen Bolzen gucken. Hast du noch was zu sagen? Ich höre zu. Nee. Ihr und eure Freunde seid wirklich. Irgendwelche Gerüchte gehört. Es gab eine weitere Schlacht. Einige aus dem Bannorn haben sich Loghain im Yachustal entgegengestellt. Und so wie es sich anhört, waren sie in der Überzahl. Aber man darf Taryn Loghain niemals unterschätzen. Da könnt ihr die Orlesianer fragen. Es heißt, die Bands wurden ausgelöscht. Das war ein überzeugender Sieg im Kampf um den Thron. Vielleicht ist die Sache ja damit geklärt, auch wenn ich das bezweifle. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen. Okay, wieder was Neues gehört über Taryn Loghain. Wir hätten vielleicht öfter mal fragen sollen, immer wenn wir ein Stückchen von der Story geschafft haben. Ja. Zwei davon. Gleich mal ein bisschen unser. Wieso habe ich das eigentlich gar nicht ausgerüstet? Eisbolzen, die wollte ich. Ich wollte sowieso gleich mal gucken wegen Bolzen. Der da nicht noch was hat für mich. Ne, der hat nur Pfeile. Warum sollte ich mir diese Waffe holen? Wahrscheinlich, weil es einfach die beste ist. Da gibt es natürlich noch schöne Runen, die wir uns auch alle holen könnten. Gesellen-Gesundheitsrune, die nehmen wir mal mit. Oh, wie das? Nimm du mal das. Dann brauchen wir weder den Bogen noch die Armbrust. Als zweite Waffe. Ja. Beides nicht so prickelnd. Dorn der toten Götter. Das ist aber der Dolch des verlorenen Teigs noch besser. Verzauberungsdinger können wir ja gleich ändern.
stärkste Langschwert als zweite Waffe. Großschild mit 17,6 ist natürlich noch besser. So, hier war doch noch was Gutes gewesen. Das blutgetränkte Amulett für einen Magier zum Beispiel. Preis des Suchers, Hallerhorn. Alles nicht so prickelnd. Verzauberung? Verzauberung. Verzauberung. Okay. Gesellenlähmungsrune, da machen wir lieber die Meisterlähmungsrute da rein. Was ist das? Gesellenverlangsamungsrune. Diese Rune. Hast du die Flammenrune und die Blitzrune des Meisters? Ihr und eure Freunde seid. Sag ich mal her. Kriegst du jetzt erstmal alles, was ich nicht mehr brauche? Dolch eines Tiermenschen zum Beispiel, oder das Kurzschwert, oder das Langschwert, oder ein Langbogen aus Antiva, oder das. Reicht eigentlich. Ja, das reicht wirklich. Also meinen Zauberern will ich noch mal gucken, was die hier so als zweites für einen Stab haben. 5,6 Stab des Verzauberers. Stab der Magister. Sind wir hier eigentlich fertig? Jetzt wieder mit der Standardtruppe Liliana, Alistair und Wynn. Ich bin mir sicher, dass uns jetzt kein Drachenkampf erstmal bevorsteht in Schloss Redcliffe. Wir müssen schon wieder kämpfen. In der Nähe von Dorfhaven. Die Werwölfe kämpfen jetzt mit uns. Ich weiß nicht, ob das wenn hier alle sterben, die Werwölfe, ob die uns dann auch im Kampf gegen dunkle Brut nicht mehr zur Verfügung stehen. Manche Ogre wollen sie hier wirklich wissen. Nehmen alles mit, was wir verkaufen können.
interessant werden, wenn es in diesem Spiel zum Endkampf kommt. Vielleicht dann höchstwahrscheinlich mit Win und Morrigan sowie unserem lieben Alistair bestreiten. Und ohne Liliana. Fläschchen hätten wir, Konzentrationswirkstoff haben wir nicht. Elfenwurzel haben wir auch noch nicht vollständig, warten wir mal ab. Wir bereisen die Straßen auf Geheiß der Herren. Ihr kämpft für euch. Hauptsache, ihr opfert hier nicht gleich alle eure Truppen, die uns dann zur finalen Schlacht fehlen werden. Gut, fangen wir an. Wie ihr wünscht. Wir bereisen die Straßen auf Geheiß der Herren. Wir kämpfen für euch. Wir kämpfen für euch. Na dann kämpft mal für uns. Grüße. Skelette von unseren Kämpfen vor, ich weiß nicht, 25 Folgen liegen immer noch da. Oh, Etlif haben wir, glaube ich, noch vor Denerim gemacht. Dann ist das noch länger her. Ihr habt Eamon geheilt. So. Sehe ich es richtig, dass ihr sämtliche möglichen Verbündeten gewinnen konntet? Das ist gut. Wenn ihr bereit seid, können wir nun das Landding einberufen. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben. Aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Wir gehen sofort nach Denerim. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad, der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landings war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er muss sich zeigen und uns gegenübertreten. Der wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Wenn Anora herrscht, möge sie für sich selbst sprechen. Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Ich nehme von Deserteuren und Königsmördern kein Beileid entgegen. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats. Ganz gleich, wie er sie äußert. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite.
Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hof Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht? Al von Amaranthine und Taryn von Highever? Und seit Uriens beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Al von Denerim. Der Regent ist großzügig zu jedem, der sich als loyal erweist. So, kurze Zwischeninfo. Dieser Al, der ist, wenn wir jetzt als Mensch angefangen hätten, hätten wir hier in Denerim gelebt. Und er wäre dann dafür verantwortlich, dass unsere Familie stirbt, wenn wir als Mensch anfangen. Er zündet dann am Ende unser Haus an und bringt unsere Familie um, wo wir als Einziger überleben. Und deswegen, wenn wir jetzt Mensch wären, würden wir jetzt versuchen, uns an ihm zu rächen, so wie ich mich jetzt in Orsama versucht habe, gegen Belen zu stellen. Nur ein kurzer Tipp oder kurzer Hinweis. Das sind ziemlich viele Titel für einen einzelnen Mann. Schweigt, Flegel. Höhergestellte unterhalten sich. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden nehmen. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Wenn ihr das Land wirklich retten wollt, kämpft mit uns. Ich soll auf fremde Hände ohne Erfahrung vertrauen? Denkt ihr, ich bin blind? Caelan vertraute auf die Stärke der grauen Wächter gegen die dunkle Brut. Und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Ferrin-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Oh, mehr muss ich nicht tun? Nur keinen Druck. Der Kaiser von Orlais dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Sehr nette Atmosphäre unter den Adligen. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Was machen wir jetzt? Das Landding ist erst der Anfang. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Adlige dort Logans Doppelspiel durchschaut. Keine leichte Aufgabe. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Landding. Okay. Neue Quest, das Landing. Gucken wir uns gleich in Denerim um. Du bist wegen des Landings nach Denerim gekommen. Al Eamon will die Adligen zusammenrufen, um einen neuen König wählen zu lassen, der Ferelden gegen die Verderbnis feind. Allerdings steht ja noch immer Logan im Weg und es gibt viel zu tun, bevor du ihm entgegentreten kannst. Halte Eamon über deine Fortschritte auf dem Laufenden. Du findest ihn normalerweise in seinem Wohnraum im oberen Stockwerk seines Anwesens. Gibt es also genug zu tun? Oder war noch ein Codex-Eintrag gewesen? War Kultur und Geschichte. Highever, oder? Genau, Highever. Schloss Highever steht seit dem göttlichen Zeitalter, als es kein unabhängiges Bannorn war, sondern lediglich eine Art Außenposten des wachsenden Bannorns Amaranthine, in den Tagen, bevor Amaranthine selbst ein Atum wurde. Der Außenposten Highever wurde ursprünglich von der Familie Elstan beherrscht, Verwandten der Host. Aber im Zeitalter der Türme wurde Bann Conobar Elstan von seiner Frau Flemeth ermordet, wodurch die Blutlinie erlosch. Conobars Hauptmann der Wache ist. Cyrim Cousland übernahm Ländereien und Titel. Die Cousland's erklärten ihre Unabhängigkeit von Amaranthine, was zum Dreißigjährigen Krieg führte. Als wieder Ruhe einkehrte, war Highever unabhängig und im Besitz der Hälfte der Ländereien, die vormals den Südwesten von Amaranthine gebildet hatten. Schwarzen Zeitalter wurde Highever ein Tarnir, wie auch immer. Helia Cousland hatte die Lords unter ihrem Banner versammelt, um die Werwölfe aus dem Land zu verjagen und der Titel
Terranor wurde ihr praktisch nebenbei verliehen. Heute ist Hayawa eines von lediglich zwei verbliebenen Terranors, womit die Familie Kuzland einzig dem König untersteht. Arlho von Amaranthin wurde unter fragwürdigen Umständen zum neuen Terran von Hayawa ernannt und das Schicksal der Familie Kuzland ist derzeit ungewiss. Aus Ferelden, Folklore und Geschichte genannt Kuzland, das wäre unsere Familie, wenn wir halt als Mensch angefangen hätten. Und das scheint unser neues Hauptquartier zu sein. Wollen wir mal mit den Leuten reden? Alles hier drin scheint zerbrechlich zu sein. Das ist äußerst unpraktisch. Ich habe einige Fragen. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Dann los. Mal gucken, ob die alle jetzt was Neues sagen. Seine Lordschaft schickt keine Nachricht, dass er kommt und jetzt... Wir haben nichts vorbereitet, wie es aussieht, und wundern sich, dass sie jetzt alles sauber machen müssen, während wir jetzt auf einmal da sind. Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denerim stieg ich in einer Taverne ab, in der sogar die Bettwanzen Flöhe hatten. Was sagt ihr? Könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten? Gewiss. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ihn betrifft, dann würde ich mich schon mal sagen, danke Zephyrin für keine Dienste. Geschichte von Ferelden, Kapitel 2. Mal was anderes als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Was wisst ihr über diesen Denerim Ort? Denerim ist die... Okay, das es wissen wir schon. Es ist das Herz von Ferelden. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Okay, mehr gibt's hier nicht zu sagen von ihr. Hoffentlich ist die Unterkunft nach eurem Geschmack, Wächter. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Stört nichts. Wir sind nicht so anspruchsvoll. Außenbereich gehen wir später. Neuer Codex-Eintrag. Geschichte von Ferelden haben wir jetzt beide Kapitel. Können wir drittisch vorlesen? Die Freien Marschen. Die Freien Marschen sind kein Königreich, ja nicht einmal im Land im klassischen Sinn. Die Leute dort lassen sich auch nur ungern mit dem Wort Marschbewohner zusammenfassen. Es handelt sich vielmehr um eine Ansammlung unabhängiger Stadtstaaten, die sich nur zusammentun, wenn es ihnen beliebt, ähnlich wie das Bannorn vor der Ankunft von König Caelan hat. Aus diesem Grund haben die Freien Marschen auch keine Hauptstadt und eine gemeinsame Regierung existiert nur sporadisch, ähnlich wie ein Landting in Krisenzeiten. Ich kam gerade rechtzeitig zum großen Tornei in Tantravel an, ein wahrlich imposanter Anblick. Raue Gesellen der Ava machten sich mit Cavaliers aus Orlais, Reiter aus Andernfels, kauften Kavalleriepferde aus Nevara, Handwerker aus Antiva boten ihre wahren Magiern aus Tewinterfall. Ganz Sadis war da, von Bruder Jenny TV. Und dann können wir jetzt eigentlich mal die Geschichte von Ferelden vorlesen, unserem Heimatland. Das Ferelden, wie wir es heute kennen, existierte vor dem erhabenen Zeitalter überhaupt nicht. Vielmehr zerfiel das Tal in Dutzende Clans der alten Alamari, die ständig miteinander Krieg führten. Es ging dabei um Land, Ehre, die Treue der Grundbesitzer und einmal sogar um den Namen eines Lieblingsmabari. Doch im 33. Jahr des erhabenen Zeitalters wurde Caelan Hut Terran der Terran von Denerim und alles veränderte sich. Was wir heute und über die Gründung unserer Nation wissen, stammt zumeist aus alten Liedern, die Barden über die Zeitalter weitergegeben haben. Dort finden sich wilde Übertreibungen und auch klare Lügen, aber das ist in den wissenschaftlichen Arbeiten einiger meiner Zeitgenossen nicht anders. Dichter und Scholaren sind sich nicht einig, wie er es geschafft hat, doch klar ist, dass Caelan Hut sich der Unterstützung durch den Zirkel der Magi versichert hat, der ihm zudem eine silbrig-weiße Rüstung anfertigte, die weder Pfeil noch Klinge durchdringen konnte. Caelan Hut führte seine Armee durch das Tal, eroberte Redcliff, die Festung wurde überhaupt nur dreimal erfolgreich belagert und ernannte sich beim Landing von den Bands selbst zum König. Die Dichter behaupten, dass alle Lords ohne Widerwort vor Caelan Hut niederknieten. Dass er zuvor die Versammlungshalle von Aschekriegern und treuen Magiern des Zirkels umstellen ließ, verschweigen die Balladen jedoch im Allgemeinen. Caelan Hut begründete die Terran-Linie von Königen und Königinnen, die ohne Unterbrechung bis ins 44. Jahr des gesegneten Zeitalters herrschte. Dann erfolgte der Einmarsch der Orlesianer. Der rechtmäßige König musste aus Denerim fliehen und 70 Jahre lang saß eine Marionette auf dem Thron. Kapitel 2. Die Besetzung ist eine dunkle Episode der Geschichte von Ferelden. Unser Volk, das seit Anbeginn der Zeit seine Freiheit als höchstes Gut betrachtet hatte, stand plötzlich unter orlesianischer Herrschaft. Das Reich erklärte unsere Elfen zu Eigentum und verkaufte sie wie Vieh. Cavaliers plünderten regelmäßig Bauernhöfe, nahmen Geld, Lebensmittel und sogar Frauen und Kinder mit und nannten das Ganze Steuern eintreiben. 70 Jahre lang wurde auch kein Landing abgehalten, denn der Thron des Reichs hielt unsere überlieferten Gesetze für Hochverrat. König Brandel konnte entkommen und versuchte, die anderen Lords zur Rückeroberung ihrer Ländereien zu bewegen, doch er war weder klug noch überzeugend und die Adligen zogen es vor, sich alleine zu behaupten.
Ferelden wäre noch heute ein Teil des Reichs, wenn nicht Brandels Tochter all die Führungsqualitäten gehabt hätte, die ihrem Vater fehlten. Das Wirken der Rebellenkönigin begann mit einem mitternächtlichen Überfall auf die kaiserliche Waffenkammer von Lothering. Er verlief erfolgreich und mit den erbeuteten Waffen zogen die Rebellen gegen die Orlesianer in den Krieg. Der Wendepunkt kam, als ein junger Landbesitzer namens Loghain MacTyr der Armee der Königin anschloss. Er war ein ungewöhnlich guter Stratege und stieg bald zum Berater des jungen Prinz Merrick auf. Die Königin wurde schließlich von Sympathisanten der Orlesianer getötet, die das Wohlwollen ihrer Herren erlangen wollten, und Merrick nahm ihren Platz als Rebellenführer ein. Loghain wurde Merricks rechte Hand. Gemeinsam begannen sie einen neuen Feldzug gegen die Unterdrücker, an dessen Ende die Schlacht am Dane stand, bei der die letzten Kavaliers in Denerim beseitigt wurden. Die Hauptstadt war wieder in der Hand des Volkes von Ferelden und der Befreiungskampf endlich vorüber. Aber der Kampf um den Wiederaufbau hatte gerade erst begonnen. Noch irgendwas, wo wir ein paar Kapitel haben, aber noch nicht alles. Orsam haben wir schon vorgelesen. Soldatengipfel hatte ich auch mal vorgelesen gehabt. Okay, machen wir mal. Gucken wir uns mal weiter um. Wenn wir wieder in Denerim sind, gibt es wieder eine Menge neue Quests, die wir machen können. Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Nichts. Hier waren wir schon. Jetzt lassen wir wieder ein bisschen weiter um. Gefällt's dir hier? Ich bin hier, alter Freund. Hi. Also gut. Gucken, ob ihr auch betrunken aus den Latschen kippt. Ich bin hier, alter Freund. Nee, heute nicht. Also gut. Schaut endlich mal jemand die Katzen raus. Das Abendessen ist noch nicht fertig, also fragt gar nicht erst. Es wird kann jetzt nicht gut, reden, wenn Sir. Es ist. Keinen sonst Moment zieht Herrin Agatha mir das Fell über die Ohren. Raus aus meiner Küche. Sie muss gar nicht schreien. Eine herrische Küchenchefin. Ich habe sie die letzten 6 Mal auch gehört. Hier liegt aber erstmal ein Buch. Festtagsfisch. Na dann. Flockiger Makrelenpudding. 2 Stauden Sellerie. 1 grüne Paprika. 1/2 Pfund pochierte Makrele. 1 kleine Zwiebel fein zerhackt. 2 Teelöffel Senf. 1 Teelöffel Salz. 1/2 Teelöffel gemahlener Antiva-Pfeffer. 1/8 Teelöffel geriebene Muskatnuss. 1 Prise gemahlener Kardamonsamen. 2 aufgeschlagene Eier, 2 gekochte Eier in Scheiben zum Garnieren. Da wo leckeres draus wird. Wenn ich dich nochmal dabei erwische, dass du den Gästen Schwarzbrot servierst, knöpfe ich dich mir vor. Traut sich's gar nicht zu fragen. So, auf die geht's ja noch weiter. Bevor wir rausgehen in den Außenbereich, schauen wir uns erstmal innen weiter um. Entschuldigt mich. Ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Seid ihr aus Denerim? Nein, ich komme aus Radcliffe. Lady Isolde hat mich letztes Frühjahr hierher gebracht, als ihre Kammer zufe. Aber ich habe hier Familie. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Das klingt doch vielversprechend. Einmal abgejingelt, schon ist der Kopf weg. Anwesen gucken wir uns an, bevor wir in der nächsten Folge gucken wir dann in Denerim weiter um. Du dort nichts zu sagen. Da gibt es noch mehr Bücher. Es lässt sich nicht so leicht verteidigen, wie ich gehofft hatte. Aber es wird genügen. Ihr habt gerufen. Lass uns gehen. Wie ihr wünscht. Paar Wollen, der besetzte Norden. Wie gefällt's dir hier? Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Was liegt an? Nichts.
Irgendwann mit Liliana werden wir wohl keine Liebschaft mehr anfangen können, da wir das uns mit Morrigan zu sehr intensiv getrieben haben. Noch mehr Codex-Einträge. Da ist eine Truhe, die wir alleine nicht öffnen können. Das ist schon mal schlecht. Wächter, ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Wer ist das? Das ist Alina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. So, rascht uns Geld ein Stück. Nein, warum sollte Anora uns um Hilfe bitten? Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihren Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück. Und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Okay. Ich sehe immer noch nicht, wie wir dabei... Heißt das, die Königin glaubt, dass Loghain Kaelin getötet hat? Meine Königin vertraut ihrem Vater nicht mehr. Aber Loghain ist sehr raffiniert. Ganz anders als Randon Howe, der in alle Geheimnisse eingeweiht ist. Sie geht also zu Howe. Dass die Königin den neuen Earl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Was hat er gesagt? Das würde keine anständige Person wiederholen. Er hat sie beschimpft. Verräterin war noch das Harmloseste. Und sie in einem Gästezimmer eingesperrt. Das würde Loghain zulassen? König Kaelin war wie ein Sohn für ihn. Dennoch hat Loghain ihn sterben lassen. Liebt er Anora mehr? Wer weiß das schon? Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Howe hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Arl ihnen daran schuld wäre. Würde Loghain seine eigene Tochter töten, um Eamon etwas anzuhängen? Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora... Er wollte ja Eamon selbst töten. Wenn Loghain mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Was schlagt ihr also vor? Ich habe einige Uniformen. Auch Howe stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Noch nicht genug zu tun, jetzt müssen wir noch die Königin retten. Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Wir haben den Speisesaal umgestaltet. Nur zu. Aber die Kiste, wieso kriege ich die denn nicht auf? Das ärgert mich gerade. Ich bin froh, dass ihr helfen wollt. Mit Anoras Wissen haben wir gegen Loghain einen viel besseren Stand. Glaubt ihr wirklich, Loghains Tochter wendet sich gegen ihn? Laut Alina hat er sich zuerst gegen sie gewandt. Wenn er sie wirklich opfern will, wäre das ein gutes Argument, mit ihrem Vater zu brechen. Jedenfalls würde sie das alles viel lieber selbst fragen, als irgendwann zu erfahren, dass sie ermordet wurde. Wenn Anora gegen Loghain aussagt, wäre ihre Stimme beim Landing eine der einflussreichsten von allen. Was wisst ihr über Königin Anora? Sie und Kaelin wurden einander als Kinder versprochen und sind praktisch zusammen aufgewachsen. Sie war ein kluges Kind, konnte schweigen und zuhören. Und mit ihren großen blauen Augen hat sie alles bekommen, was sie wollte. Aussehen von der Mutter, Verstand vom Vater und die besten Lehrer, die Marik für Geld kaufen konnte. Eine nicht zu unterschätzende Mischung. Ich traue dieser Alina nicht, sie weiß zu viel. Sie ist sicher mehr als ein Dienstmädchen. Aber für Anora ist eine Person ihres Vertrauens wichtig, die sich freier bewegen kann als sie selbst. Bedenkt, welche Hilfe sie und die Königin uns sein könnten. Wenn Anora gegen ihren Vater aufbegehrt, wäre das genau das, was uns bisher gefehlt hat. Jemand, der Loghains Pläne und Verbündete genau kennt.
Mit Ihrer Unterstützung können wir eine viel wirksamere Strategie gegen ihn entwerfen. Aber wenn ich einbreche, können Sie mir den Mord an ihr anhängen? Wenn ihr nicht dort seid, auch. Es werden nur diejenigen sehen, die Lothian gegenüber bereits loyal sind. Euer Ruf eilt euch voraus, Wächter. Loghain weiß, dass er seine Pläne am besten möglichst weit von euch entfernt durchführt. Okay. Wie ihr wünscht. Mein Palast ist euer Palast. Jetzt mal wieder ein bisschen mehr. Jetzt sollen wir die. Im Endeffekt sollen wir jetzt den Königsmacher für die Menschen spielen. Für die Zwerge haben wir ja schon getan. Mit den Elfen sind wir ja anders vorgegangen. Hier liegt noch ein. Wie ihr wünscht. Noch eine Truhe, die wir nicht öffnen können. Hoffentlich können wir auch mal hier als gesamte Truppe durchlaufen. So, nächsten Kodex-Einträge. Meditationen und Oden an die Bienen. Oh, hübsches Fräulein des Gartens, Alessa von Geißblatt und Rosen. Verzeiht, dass ich, müde des Wartens, euch hier bedränge voll Tosen. Euer Werk ist viel zu wichtig, als dass einer wie ich es stört. Steht mir nicht zu, dass es richtig, dass mich eine Honigbiene erhört. Ich war ein Narr, diese Blume zu pflücken, auch wenn es für meines Dames Herzens war. Binnen Stundenfrist werde ich mit anderen euch beglücken, doch nur, wenn ihr mich lasst, ganz klar. Hör zu, o Wanderer, wenn du durchschreitest im Frühling die Gärten. Gib acht, denn die stechenden Gärtner könnten dies als Angriff werden. Anonymous. Das Bannorn, das zentral gelegene Tal von Ferelden, war schon immer ein Paradox. Kein Ban besitzt für sich betrachtet mehr als ein paar Dutzend Quadratmeilen Ackerland, aber zusammen untersteht ihnen ein größeres Gebiet als das sämtlicher Terrans und Arls zusammen. Diese Ansammlung unabhängiger Bands ist bekannt als Bannorn und bildet das Herz der Politik von Ferelden. Niemand saß je auf dem Thron von Ferelden ohne die vorherige Zustimmung des Bannorn. Königin Fionn, die das Pech hatte, den Thron im 18. Jahr des Zeitalters des Stahls zu besteigen, beschrieb über das Bannorn: Allein in diesem Jahr wurden 3 Kriege wegen missglückter Heiratsplanung ausgetragen. Dazu 5 wegen Wolle und einer wegen eines Apfelbaums. Dabei ist noch nicht mal Winter. Es ist zu glauben, dass dieselben Bands, die sich jetzt fortwährend umbringen wollen, mir erst letztes Jahr gütig die Krone zugesprochen haben. König Merrick Saren, der Vater von König Kaelin. Es ist schwierig, den Mann vom Mythos zu trennen. Als letzter Vertreter der Blutlinie von König Kaelin hat, dem Silbernen Ritter, vertrieb Merrick die orlesianischen Streitkräfte aus Ferelden, beanspruchte den Thron für sich und befreite unser Volk von der Tyrannei der Ferelden, der Fremden. All das ist wahr und überlebensgroß. Geboren wurde er in der Nähe von Catlef Übergang. Seine Mutter war die Rebellenkönigin Moira. Er wuchs in Rebellenlagern auf, ein Gesetzloser im eigenen Land. Nach dem Tod der Rebellenkönigin erbte Merrick sozusagen ihre heimatlosen Adligen, die Unzufriedenen und die enteigneten Grundbesitzer und stellte daraus mit Hilfe seines Freundes Loghain MacTyr eine Armee zusammen. Nach der Entscheidungsschlacht am Dane bestieg Merrick den Thron. Er heiratete Rowan, die Tochter von Randorn Garen, dem Earl von Redcliffe, und begann mit dem langwierigen Prozess, alles wieder aufzubauen, was Orlais in 70 Jahren Besatzungszeit zerstört hatte. Von Schwester Petrine. Und Paar Wollen, der besetzte Norden. Im 30. Jahr des Zeitalters des Stahls wurden die ersten Schiffe der Kunari vor der Küste von Paar Wollen gesichtet, weit im Norden. Damit begann ein neues Zeitalter des Krieges. Historisch als erster Kunari-Krieg bezeichnet, war es vielmehr ein recht einseitiges Blutbad, in dessen Verlauf die Kunari weit ins Landesinnere vordrangen. Die Krieger der Kunari in ihren glitzernden Rüstungen aus Stahl pflügten mühelos durch ganze Armeen. Sie hatten Kanonen, wie sie unsere Vorfahren noch nie gesehen hatten, die Stadtmauern binnen Sekunden in Geröll verwandelten. Die Geschichten über die Besetzung durch die Kunari sind sehr unterschiedlich. Es heißt, sie hätten Familien getrennt und Gefangene in sogenannte Ausbildungsstätten geschickt, wo ihre Religion vermittelt wurde. Wer sie nicht annehmen wollte, verschwand in Minen oder Baustellen. Doch für den Bericht voller Leid gibt es auch eine Überleuchtung durch etwas, das Kun genannt wird. Es handelt sich dabei entweder um einen philosophischen Ansatz oder ein niedergeschriebenes Regelwerk, vielleicht auch beides, das alle Lebensaspekte der Kunari bestimmt. Ein konvertierter Seherona sagt, er habe Mitleid mit allem, was die das Kun nicht annehmen, als hätten die Eroberer ihn mit einer Art Selbsterkenntnis geführt. Meine Güte, mein ganzes Leben lang war ich dem Erbauer gefolgt, wohin sein Leben mich auch geführt hatte, so schrieb er, aber mit dem Kun gehe ich nur meinen eigenen Weg. Man sagt, ein Volk könne man viel besser mit einem Buch auslöschen als mit einer Klinge. Zum Glück beugt sich ein Volk, das 4 Verderbnisse überstanden hat, nicht ohne weiteres einem fremden Aggressor. Und so begannen die erhabenen Märsche.
Der größte Vorteil der von der Kirche angeführten Streitkräfte war der Zirkel der Magi. Trotz all ihrer Technik hatten die Kunari augenscheinlich eine große Abneigung gegenüber Magie. Die Kirche antwortete auf Kanonen mit Blitzen und Feuerbällen. Die Armeen der Kunari waren kleiner als die der Menschen. Bei Marnas Pell gab es auf beiden Seiten so hohe Verluste, dass der Schleier dauerhaft Schaden erlitt und dort noch heute ruhelose Leichen die Ruinen durchstreifen. Mit jedem Jahr trieb die Kirche die Kunari ein Stück weiter zurück, doch es erwies sich als schwierig, die zum Kuhn Konvertierten später wieder auf Andrastes Lehren einzuschwören. Am Ende des Sturmzeitalters waren die Kunari endgültig vertrieben. Rivain blieb das einzige Menschenland, das die Geschichte der Kunari auch nach der Befreiung beibehielt, und seine Herrscher handelten einen Friedensvertrag aus. Die meisten Länder unterzeichneten das Abkommen von Lomerin, mit Ausnahme von Tevinter. Es ist ein brüchiger Frieden, der allerdings bis heute gehalten hat. Von Schwester Petrin. Oh, ein langer Text. Probleme mit Schleiern gibt es auch bei Dragon Age 3, also bei Inquisition. Das sind auch ein Risse im Schleier, ein großes Problem. Mal gucken. Nee. Wenn ich hier auf Liliana nicht zugreifen kann, kriege ich die Tür nicht geöffnet. In der nächsten Folge verlassen wir das Anwesen und gucken uns mal außen um. Vielleicht finden wir da was Schöneres. Und dann machen wir uns wieder auf nach Denerim. Erstmal ein paar Quests abschließen, ein paar Belohnungen abholen. Dann gibt es, glaube ich, auch Neues bei dem, der uns überall einbrechen und klauen lässt. Und wenn wir das geschafft haben, widmen wir uns der Hauptstory und gucken, ob wir die Königin retten können. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.